Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. Ich möchte mich mal für die Geräusche entschuldigen, die hier im Hintergrund stattfinden. Das ist erstens mein Hund und zweitens mein kaputter Stuhl. Ja. Bevor wir weitergehen, neue Geschichten. Wieder zwei Stück, okay. Die Prinzessin schließt neue Freundschaften. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Sie hatte dort bereits eine ganze Weile allein gelebt und alles war stets gut verlaufen, bis sie eines Tages bemerkte, dass Nahrung und allerlei kleine Gegenstände aus dem Haus verschwanden. Die Diebe wurden dreister und dreister, bis eines Tages ihr letzter Kuchen gebacken aus ihren letzten Eiern, ihren letzten Früchten, ihren letzten Nüssen und dem letzten Mehl ebenfalls verschwand. Alles, was am Tatort zurückblieb, waren zwei Paar winziger Fußspuren auf dem mehlbestreuten Boden, die zu einer verborgenen Luke im Boden des Hauses führten. Die Prinzessin versuchte weder die Luke zu öffnen, noch versuchte sie, sie aufzubrechen. Sie war müde und hungrig und so weinte sie still in dem leeren Haus im großen Wald vor sich hin. Sie weinte eine lange Zeit, bis der Abend kam und dann weinte sie noch mehr. Was ist das für ein Geräusch, was du da machst? Das gefällt uns überhaupt nicht, sprach da ein winziges Stimmchen unter dem Haus. Ich weine, weil ihr beide so gemein zu mir seid, wer immer ihr auch seid. Ihr habt all mein Essen gestohlen und bis dieser lange kalte Winter zu Ende ist, werde ich verhungert sein. Die Luke öffnete sich einen Spalt und zwei kleine Gesichter blickten sie aus der Dunkelheit ihres Verstecks stirnrunzelnd an. Aber wir sind auch hungrig, sprach das zweite Wesen. Wir haben uns so lange in dieser Höhle versteckt und jetzt naht der Winter und wir haben nichts zu essen. Die Prinzessin wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und lächelte die beiden Kobolde an. Wären wir Freunde, könnten wir den Kuchen teilen, den ihr mir gestohlen habt. Die beiden Diebe schnaubten und grinsten. Freunde, was ist das? Die Prinzessin legte die Stirn in Falten, denn sie hatte begriffen, dass die beiden winzigen Diebe ebenso einsam waren wie sie selbst. Ein Freund ist jemand, den man gern hat und für den man sagt, und für den man sorgt. Jemand, dem man niemals schaden würde. Wir schaden einander nie und wir sorgen füreinander, sprachen die Kobolde einstimmig. Bedeutet das, dass wir Freunde sind? Ja, ganz genau. Und wenn wir Freunde wären, würdest du uns nicht schaden. Natürlich nicht. Freunde vertrauen einander. Die beiden Kobolde schüttelten ihre Köpfchen. Wir trauen niemanden, denn niemand traut uns. Bei diesen Worten begann die Prinzessin abermals zu weinen, denn jetzt verstand sie, dass diese beiden Wesen nicht nur ebenso einsam waren wie sie hier in diesem großen Holzhaus, sondern es ihr ganzes Leben gewesen waren. Du machst schon wieder dieses Geräusch, sagten die Kobolde mit einem finsteren Blick. Bitte hör auf damit, denn es macht uns unglücklich. Bist du eine Hexe? Ist das eine Art von Zauberspruch? Es macht euch unglücklich, weil wir Freunde sind, sagte die Prinzessin. Aber wir kennen dich nicht und du bist nicht wie wir. Manchmal ist man auf Anhieb befreundet, auch wenn man sehr unterschiedlich ist. Heißt das, dass wir nicht mehr von dir stehlen können? Ja, aber das ist halt, was wir tun. Wir sind die listigen Kobolde, die unter deinem Haus wohnen. Nun, dann könnten wir ja vielleicht eine Vereinbarung treffen. Ist das etwas, das Freunde tun? Ja, ich glaube schon. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin die listigen Kobolde begegnete und Freundschaft mit ihnen schloss. Und nun haben wir die großen alten Pranken des großen alten Bären. Es war einmal in einem tiefen uralten Wald ein alter Bär, der nach etwas der nach etwas Essbarem suchte und hoch oben in einem Baum einen Bienenstock entdeckte. Der Baum war morsch, aber der alte Bär hatte Hunger, also machte er sich daran, hochzuklettern. Aber als er oben war, passten seine großen Pranken nicht durch das Loch. Fest entschlossen versuchte er, mit Gewalt hineinzulangen, aber durch die heftigen Bewegungen brach der Ast unter ihm. Der alte Bär stürzte zu Boden, landete mit einem schmerzhaften Wumms. Da lag er nun ganz betäubt vom Aufprall, als ihm plötzlich etwas biss, und auf dem Biss folgte gleich noch einer. Und noch einer und noch einer. Holzameisen krabbelten seine Beine hoch. Sie hatten nämlich in den Ast gewohnt und waren gar nicht begeistert, dass sie nun gezwungen waren, ihr Zuhause zu verlassen. Der alte Bär heulte, sprang auf und fuchtelte und schlug wild um sich, doch seine großen Pranken konnten gegen die winzigen Ameisen nicht viel ausrichten. Als der alte Bär es endlich geschafft hatte, alle Ameisen zu zerquetschen oder zu verscheuchen, hörte er jemanden lachen. Die listigen Kobolde hatten alles beobachtet. Tollpatschiger alter Bär, neckten sie ihn. Diese großen alten Pranken sind zu nichts mehr zu gebrauchen, nicht wahr? Dann schnellten sie davon und ließen den alten Bären mit verletztem Stolz und Schmerz im Körper zurück. Er stapfte müde und trübte nicht durch den Wald. Vielleicht bin ich nur ein tollpatschiger alter Bär, stöhnte er, und meine großen alten Pranken sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Dann vernahm der alte Bär ein sehr bestürztes Jammern. Was ist das? Fragte er sich und folgte dem Geräusch bis hin zu einer Bergziege, die hoch oben auf einem Felsbrocken an einem Abhang stand. Alter Bär. Kann ich das nachmachen? Warte. Alter Bär. Gott. Wie war das da? Die Ziege macht Mäh und das Schaf macht Bäh.
Okay, weinte sie. Alter Bär, bitte hilf uns, mein Junge steckt fest. Oh Gott, ich komme mir gerade so doof vor. Im Gestein war wahrlich ein Bergzieglein gefangen, das traurig vor sich hin meckerte. Der alte Bär näherte sich ihr und hielt dann inne. Ich mache es wahrscheinlich nur noch schlimmer, dachte er so bei sich. Plötzlich fing das Zieglein an, noch lauter zu meckern, und der alte Bär überwand seine Ängste. Er kletterte mit vorsichtigen Schritten hinauf zum Zieglein und versuchte nicht daran zu denken, dass er erst vor kurzem von einem Baum gefallen war. Immer wieder rutschte der Boden unter seinen Tatzen weg, aber er gab nicht auf. Als er beim Zieglein ankam, drückte er mit seinem mächtigen Pranken gegen die Steinbrocken. Zunächst bewegten sich nichts. Aber er nutzte all sein Gewicht und drückte noch fester dagegen. Endlich ließen sich die Brocken weit genug auseinanderschieben, sodass sich das Zieglein befreien konnte. Der alte Bär löste sich aus seiner Position und erfreute sich seines Erfolgs so sehr, dass er laut aufbrüllte. Wah. Das kann ich nicht. Danke dir, sagte die Ziegenmama liebevoll, bevor sie mit ihrem Jungen leichtfüßig hoch in die Berge sprang. Der alte Bär schaute ihnen mit einem Lächeln hinterher und kletterte dann mit freudeschwingenden Hüften den Abhang wieder hinunter. Zu seiner völligen Überraschung erwartete ihn unten die listigen Kobolde. »Wir haben alles beobachtet«, sagten sie. »Wir lagen falsch. Du bist nicht einfach nur ein tollpatschiger alter Bär und mit deinen Pranken kannst du anderen helfen.« So. Dann haben wir jetzt in der nächsten Folge »Dä« und »Dä«. Dann werden wir das erste Mal das mit dem Bell den Jäger lesen. Okay, weiter geht's. Wir haben hier ein Auto. Nochmal. »What are we gonna do with this wreck?« »Take it apart and sell the scrap?« Be my guest, but it sure looks like a pile of junk to me. Where you see junk, I see dollars. Look at this. I think this is where she made all her toys. Toilet paper tubes, rope, cardboard. I wonder what she planned to make with that. Maybe a car? Ooh, or a tank. She was so crafty. And she could draw and write and take pictures. She could have been an artist, instead of just locking herself up out here. I wonder why Sam got so upset. Oh, he probably forgot he was all out of bourbon. This is gemein. Hey, that's not cool. Sam has a serious problem. Sorry. It was a low blow. Yeah, was auch. He really freaked out when he saw that gun rack. Remind me to take it down later. Hey there, little buddy. If we end up living together, you should know my house has a no spiders rule. Well, in my house, we don't kill them. Ugh. You can take them outside then. Found Marianne's stash. Blueberry, blueberry, salmonberry. Huh. Birch and fireweed? Bet it tastes like restricted freedom and 9 p.m. lights out. Those have definitely gone bad. As far as I'm concerned, they always were. Does canned food really expire? I mean, it's airtight, right? Not gonna be the one to test that out. Oh man, I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. Was hat er mit einer Toolbox oder so? Warum hast du das jetzt nicht angefasst? Verstehe ich nicht. Ich sah jetzt gerade, als wenn der Türgriff nur drauf gemalt wäre. So, ich habe alles angeguckt. Können wir jetzt wieder gehen? Allison, do you know who this is? Nö. What did you find? Do you know who that is? Yeah. That's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is Ow! Broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Der Erinnerung folgen. Come on, it's gonna get infected.
want to. She said not to disturb her and Eddie. Wir sollten sie und Eddie nicht stören. Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Shh. Look. I had to make that call. What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. There's more. I can feel it. Hat sie sich jetzt gerade genießt, oder was war das gerade? I had to make that call. I was just following the law. Oh yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here! Marianne... I said get out! Out! Hmm. What? She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Look. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. Marianne, I'm sorry. Please just go. Diesmal glaube ich Tyler. How do we keep remembering the same thing so differently? It was a long time ago, and, well, memory's a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. But Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. Uh-huh. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? He must have had his reasons for not telling us. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne, even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? Tylers Erinnerungen wählen. Marianne war wütend, oder? Get out. Marianne war traurig. Sie war wütend. Ich würde sagen, sie war wütend. Wir nehmen diesmal Tylers Erinnerung. Get out of here. Get off my property right now. Ich glaube, dem er jetzt. So, we agree. Brown came out here and bullied Marianne the same day she attacked us. And then lied about it. Now what? We go and get a straight answer from him. Right now? Yes. I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. Ja gut, das ist natürlich, er ist natürlich der Sheriff auch. Und zeitgleich ist er auch derjenige, der sich 7 Jahre lang um sie gekümmert hat. Aber mich lässt das nicht los, dass die Marianne gesagt hatte in der Erinnerung, wir waren eine Familie. Hatte sie was mit ihm? I can't believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Sehr vernünftig.
Gerade bei den Wetterbedingungen, ne? Guess I'll just go stretch my legs then. No, just give me a sec. Wer ist denn nochmal Tina? Okay, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hun, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. And it's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Ja, komm, tu's. Do it. Yeah? Yep. Great. I'll set it all up and send you the details. Later, hon. Later. Okay, wir haben das jetzt ja mit zugesagt. Was ist hier passiert? Ach, wegen Bärenuntersuchungen, wegen der Lachswanderung kommt es zu Bärenangriffen und bla bla. Ihr konntet das ja selber lesen. Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice cold beers when we reached the summit. Wie gesagt, ich lese nur das Wichtige vor. Ihr Whose votes are you looking to win out here, Tom? The bears? Könnt den Rest selber lesen. Und einfach stoppen. Ach, wie süß. Ist das ein Fuchs? The artist really nailed this one. Dorian Key. Kind of rings a bell. Das soll ein Fuchs sein, oder nicht? Dorian Looks Key. Like you found a nice spot. We've been here before, right? I feel like I've been here before. Kannst du nicht sagen, aber es ist ziemlich gefährlich. So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? Well, we have an interested buyer. Tina's gonna show him the house day after tomorrow. Oh, great. Apparently he'd be paying cash, but he's just in town for a few days, so. Mm. I mean, we're not signing anything in blood. It's just a showing. I know. Look, we both need this money, and it'll take at least a few weeks, right? There's plenty of time to figure out all this Marianne stuff. It's fine. You did it. It's done. Let's move on. So, before Tina called, we were talking? Yeah. I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. I get it. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. You seem pretty eager to ditch all those friends and family, Allison. Apparently a cash offer is all it takes. I'm ready to move on. But that doesn't mean I want to burn every bridge on my way out. Leute, Leute, Leute. Willst du den ganzen Tag schmollen? Ich liebe diese Aussicht. Eddie hat mich davor gewarnt. Oh, Willst du den ganzen Tag schmollen? Are you planning to sulk all day? I don't know. We'll find out. Jesus. I feel like we're eight again. Willst du noch in der Wildnis leben? Willst du noch in der Wildnis leben? So, you really want to live somewhere super secluded like this? Alone in a cave, speaking for the trees? I do. Is it really that hard to imagine? Hätte dich nicht für einen Einzelgänger gehalten. I just don't think of you as a loner. You and I always did everything together.
Well, you're way less terrible than other people. Habt ihr euch jetzt wieder lieb? Ach, es fängt an zu schneien. Schnee. Ich liebe Schnee. Mm. You feeling that, Ty? Yeah. Ich nicht, was denn? Found you! North Star! Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, okay, I won't do it again. Ach kommt, habt euch wieder lieb. You're always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. No one else could play it with us. That was the beauty of it. For real? You never wanted any other friends? Nah, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. Hey, I really am sorry I gave Tina an answer without talking to you first. It's okay. You probably made the right call. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come, but maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Na, geht doch. Guck mal, jetzt haben sie sich wieder lieb. So, I have to warn you. I'm not sure we're getting any answers out of Eddie. You won't have a choice. We're not 10 years old anymore. Er hat einen starken Schuss in ihr, wird sagen, er sei beschäftigt. Er wird sagen, er sei beschäftigt. He'll probably say he's too busy to talk. That's how he tends to avoid conflict. We're not looking for conflict. Just answers. Let's be honest. Lately, that's been pretty much the same thing. I haven't been trying to pick fights. You know that, right? I just want closure. That's all. I know. I need some of it, too. I can't believe the old cannery is still in business. Plenty more fish in the sea. For now. Remember that time both the bridges collapsed? Yeah. It was a week before they got the roads reopened, and Sam had to bring us supplies with his boat. Felt like our house was on a deserted island, but way colder. Look at that. Coastal fog's taken over the summit. It's a perfect day for a spooky hike in the woods. Too bad we have to get the house ready for the showing. People come here from thousands of miles away to look at that glacier, and we get to see it from our deck. I see you have your sales pitch ready for the buyer. Kann ich noch hier irgendwas entdecken? Nö. Ja, hätte ja sein können. Da ist noch eine Statue. Oder? Ja. Das ist da auch ein Fuchs. Dorian Gray erinnert mich auch an etwas. I'd love to be able to make something like this. Come on, you're a great artist too. I'm nowhere near this level. Nee, das you need to stop selling yourself short. Das ist ein Hund für mich. Ist das jetzt ein Hund? Das ist jetzt kein Fuchs für mich gewesen. Oh, was war das denn? Ich glaube, ich habe gerade ein paar Sperren gehört. Was ist hier auch noch was? Hey! Look what I found. Whoa, 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 whoa. Na, der Baum. Aha. I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin Kingdom. And it still is. All it needs is a little update. What are you doing? What I wanted to do back then, but I didn't have the guts.
There, looking better already. You're right. Way better. Zeig ich doch einen Tee. Ich wette, sie hieß entweder Olive oder Olivia. Also er. Ne? Oh, ist er nicht da? What's the plan? Gute Frage eigentlich, ne? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Oh, jetzt spielen wir wieder Tyler. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Morning, Uncle. Tyler. I'm going to take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Great. He has an excuse to brush us off. I'm sure... Hey. He speaks. How's Delos treating you so far? Ist toll, jetzt haben sie angefangen zu reden und ich habe das unterbrochen, ey. Frau Allison zu sehen, ich bin froh, wenn ich weg bin. Frau Allison zu sehen. It's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juno Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summited Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I, volunteer sometimes with the JCE. You know, give lectures about police work, lead group talks when I can. Wie Fragen? JCE? You know, Juno Coalition for Equality. Oh. Oh! Do people around here know? No. So, keep it under your hat. You know how it is out here. Yeah, for sure. Anyways, sorry for the rant. Oh, hello, kids. Hello, middle-aged adult. Everything all right? Your uncle said you two were gonna be knee-deep in trash for a few days. Few days. Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. Das ist jetzt ein bisschen blöd gemacht. Da läuft jetzt alles zu schnell. Ich wollte, als ich schon drauf gedrückt habe, Allison sagte nichts. Und als ich schon drauf gedrückt habe, dass ich mit der an der Rezeption reden möchte, kam dann diese innere Stimme und die wurde dadurch unterbrochen. Was ich jetzt kacke finde, dass es nicht wiederholt wird. Und jetzt gleichzeitig ist Allison schon weitergegangen und redet mit Eddie. Und ich stehe jetzt immer noch da und rede mit der anderen und... Yes, you got my sympathies. When we emptied Linda's parents' house, I thought we'd have to rent a backhoe. How is Linda? I feel like I haven't seen her in months. Good. Yeah, she started working over at the high school. Ja, vielleicht brauchen wir das ja nicht. Chat. Sorry, Tyler. Duty calls. 213, this is dispatch. Oh, yeah. Happy as any teenager who's got to spend extra time with his mom. Well, I'll let you work. No worries. You're not a bother. Gotta get cracking on that arrest then. Dr. Torres. Tyler Ronan. Good to see you again. Yes, you've she was. Gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Yeah, huh? Well, Henderson, welcome July home. July 16th, 2009. Henderson. Thanks. It's been a while. Yes, so, what brings you two around? My ex-husband.
Halogenlichen Essensgeruch, ich muss los, wir wollen den Chief sprechen. We're here to see Chief Brown. Oh boy, what did he do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights. So is there anything I can help you with? You might, actually. Is there any way we could see the file for our mother's case? Well, you're legally allowed to look at anything that concerns you, so you could always file a request for access. Mm-hmm. So, we can see it? Of course. I can start the paperwork if you want. It's okay. We'll figure it out with Brown. Thanks. All right. So, apparently they keep all the case files right here. Jesus, you scared me. Sorry. Anyway, if Brown's not gonna be straight up with us, we should just read it for ourselves. Yeah. Alright. So, ich muss jetzt aber Schluss machen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.